Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein What I Read Next Video für euch. Normalerweise zeige ich euch die Bücher auf dem Thumbnail ja immer im Buchschnitt. Aber ich dachte, heute passen die farblich so schön zusammen. Dann drehe ich sie jetzt diesmal einfach rum und ihr habt schon gesehen, welche für Bücher es sind. Aber ich möchte sie euch trotzdem nochmal vorstellen. Das wird quasi jetzt ein grünes Voting, weil alle Bücher in diesem Farbschema sind. Ich starte auch direkt mit dem ersten Buch. Das da wäre Du bist mein Lieblingsgefühl. Ja, es ist hier auch orange, aber diese Seite hier ist sehr, sehr grün-türkis-mäßig. Ich habe das Buch ja bei Medimops bestellt und es ist auch ein recht guter Zustand. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, es wurde einmal gelesen oder sogar gar nicht gelesen und hat nur rumgestanden. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr gut erhalten, nicht vermackt, nicht verklebt, nicht irgendwie die Ecken umgeschlagen und vor allem keine Leserillen. Ja, Kira Groh mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag ihren Schreibstil. Er ist wirklich total locker flockig, würde ich es einfach mal sagen. Ich habe ihre Alles-Reihe gelesen und da kannst du wirklich sagen, das sind Page-Turner. Ich habe die Bücher innerhalb von ein, zwei Tagen weggesuchtet und die sind halt auch ein bisschen größer als das hier und auch dicker als das hier. Von daher werde ich da wahrscheinlich nicht so lang dran zu lesen haben, wenn es mir dann genauso gut gefällt wie die Alles-Reihe. Jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch, um was es geht. Verliebt, verlobt, verheiratet. Max ist ein Romantiker, Nela nicht. Als sie sich ausgerechnet in einem Brautmodelladen begegnen, schlägt jedoch bei beiden unwiderruflich der Blitz ein. Das Problem, Nela trägt bei dieser Begegnung ein Hochzeitskleid und Max hilft einer Frau mit ihrer Corsage. Für beide ist klar, dass der jeweils andere bald heiratet und damit tabu ist. Doch als der Zufall Max und Nela erneut zusammenführt, werden die guten Vorsätze auf die Probe gestellt. Möge die Hochzeitssaison beginnen. Buch Nummer 1. Das nächste Buch, das ihr zur Auswahl habt, wäre Ich befreie dich von Jasmin Meyer. Das Buch habe ich in Zusammenarbeit mit Lara und der Bookish Christmas Aktion bekommen und es steht natürlich auf der Liste der Bücher, die ich unbedingt eigentlich dieses Jahr noch lesen möchte. Ich habe von Jasmin tatsächlich noch gar nichts gelesen, aber auch der Buchschnitt verrät, dass es sehr, sehr spicy wird und dass es in New York spielt. Viel mehr weiß ich davon noch nicht. Klar weiß ich grob, um was es geht. Ich habe mir den Klappentext ja schon mal durchgelesen. Aber ich habe von ihr, wie gesagt, noch nichts gelesen und kann euch noch nicht viel dazu sagen, ob mir ihr Schreibstil gefällt oder nicht. Es ist auch ein Self-Publisher-Buch. Davon hatten wir dieses Jahr ja Gott sei Dank ein paar mehr als im letzten Jahr. Auch wenn ich im letzten Jahr vermutlich mehr Bücher insgesamt gelesen habe. Aber zu meinen Statistiken kommen wir Ende des Monats. Jetzt erzähle ich euch, um was es in Ich befreie dich geht. Es ist übrigens der erste Band der Reihe. Zwischen Vergangenheit, Hoffnung, Liebe und Schmerz. Marie Evans steht vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens und das mit gerade mal 21 Jahren. Belogen und betrogen von den zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben ist sie nun ganz allein im fremden Manhattan, New York City. Als sich zudem herausstellt, dass ihr neuer Chef Brian Clark nicht nur arrogant und reich, sondern auch höllisch heiß ist, bekommt ihr Vorsatz, endlich ihr Leben neu zu ordnen, eine weitere Herausforderung. Auch Brian wurde in seiner Vergangenheit durch einen schlimmen Vorfall für immer geprägt. Als er Marie kennenlernt, weckt sie in ihm den Wunsch, ein unbeschwerter Mann zu sein. Doch hat er sein Herz seitdem für immer verschlossen und lebt in einer Welt voller Selbstzerstörung, Macht und Gier. Kann er auf sein Herz hören oder wird die Vergangenheit siegen? Buch Nummer 2. Das dritte Buch ist tatsächlich auch aus der Bookish Christmas Aktion, Kolibri Herzschlag von Patricia Renaud. Ich habe von ihr tatsächlich auch noch nichts gelesen. Es ist tatsächlich auch ein Self-Publisher-Buch. Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend. Viel mehr kann ich tatsächlich dazu auch noch nicht sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Seiten hier, das sieht man jetzt auf der Kamera nicht so gut, aber die sind nicht richtig vergilbt wie oder so ein bisschen Eierschalenfarben, wie das in Büchern normalerweise der Fall ist. Auf der Kamera erkennt man es wahrscheinlich jetzt nicht richtig, sondern die Seiten sind sehr weiß und das finde ich persönlich immer ein bisschen anstrengend zu lesen, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, sondern um den Inhalt der Geschichte. Was ist der Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe?
Laura und Jasper sind früh Eltern geworden und führen ein harmonisches Leben. Diese Idylle wird jäh unterbrochen, als ihre 14-jährige Tochter auf eigenen Wunsch in ein Sportinternat zieht. Plötzlich hat Laura Zeit zum Nachdenken und in ihrem Kopf werden bohrende Fragen wach. Will sie beruflich mehr erreichen? Ist sie eigentlich glücklich? Und wohin ist das Herzklopfen verschwunden, das Jasper bei ihr ausgelöst hat? In dieser Situation wird Laura wieder an den verrückten Pakt erinnert, den die beiden am Tag vor ihrer Hochzeit geschlossen hatten. Jeder durfte einen Prominenten benennen, sollte sich in der Ehe jemals die Chance ergeben, eine Nacht mit diesem Promi zu verbringen, wäre das ohne Konsequenzen erlaubt. Nie hätte Laura erwartet, dass es jemals passieren würde, aber dann steht sie dem sexy Rockstar Cosmo tatsächlich gegenüber und ihre Welt gerät vollends ins Wanken. Buch Nummer 3, by the way. Und last but not least kommen wir zum letzten Buch, Wo sich Licht im Wasser bricht. Das ist der Reihenauftakt der, ich weiß gar nicht genau, wie die Reihe heißt. Es ist auf jeden Fall der Reihenauftakt aus dem Hause Carlsen. Ich habe den zweiten Band tatsächlich gerade gestern bestellt, obwohl ich den ersten noch nicht gelesen habe. Das ist mal wieder so ein typisches Jules-Ding. Ich habe das auch bei Chest of Fandoms bestellt damals, weil ich den Farbschnitt so schön fand. Und ja, jetzt habe ich mir Band 2 auch wieder bei Chest of Fandoms bestellt. Und ja, könnt mir mal wieder selbst in den Hintern treten, dass ich Band 1 noch nicht gelesen habe, aber trotzdem schon den zweiten Band gekauft habe. Ja, einmal bitte in die Kommentare, bei wem das genauso ist. Ich habe das Buch tatsächlich aber auch noch für eine Wichtelaktion bestellt. Ich habe bei mehreren Wichtelaktionen mitgemacht, also habe ich euch ja schon mal gesagt, macht euch bereit, dass ich da ein paar Unboxings demnächst hochladen werde, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, also vermutlich im Januar. Ja, und die zu bewichtelnde Dame hatte das hier auf ihrer Wunschliste. Ich dachte, ach, es sieht so schön aus, ich kaufe ihr das jetzt einfach. Ja, jetzt erzähle ich euch natürlich noch, bevor ich noch weiter ausschweife, um was es geht. Mit dir will ich in den Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus, sprichwörtlich den Sternen entgegen, auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen, auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Buch Nummer 4. Wie immer gibt es jetzt nochmal alle Bücher im Schnelldurchlauf. Starten wir mit Buch Nummer 1. Du bist mein Lieblingsgefühl von Kira Kroh. Buch Nummer 2 wäre Ich befreie dich von Jasmin Meyer. Buch Nummer 3 wäre Kolibri Herzschlag von Patricia Renaud. Und Buch Nummer 4 wäre Wo sich Licht im Wasser bricht von Lexis Abel. Jetzt liegt es wie immer an euch. Haut in die Tasten, sagt mir, was ihr an meiner Stelle lesen würdet oder sagt mir, was ich in eurem Namen lesen soll. Das war's jetzt von mir. Ich hoffe, ihr habt einen ganz wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!